Servus Leute, zurück zu Let's Play Songs of Conquest. So, wir sind im Sumpf angekommen in Rasks alter Heimat und Chikam hat sich zu einem Hüter entwickelt, als er den Verlust bei einer Schlacht gegen die Barianer gesehen hatte, anscheinend. Ja, und wir machen hier prinzipiell weiter. Wir werden hier Stein und Holz kriege ich genügend, deswegen Gold. Und wahrscheinlich kommt da dann ein Handelsposten. Hier haben wir auf jeden Fall viele Rana. Ein paar gute Sachen und ein direkter Weg, der uns zu noch mehr Rana führt. Gerne mitkommen. Wir kriegen hier einen richtig großen Push an Truppen. Das ist meiner Meinung nach nicht zwingend was Gutes. Nicht zwingend was Gutes. Das ist gut, dass sie keine besonderen Kosten haben. Das finde ich gut. Die kosten relativ wenig. Beber. Minus Verteidigung. Das Brüllen des Drachen, gegnerische Truppen. Oh. Ach, ihr seid... Ah. Oh. Oh. Hohoho, der Musiker sozusagen. Ein starker Musiker für meinen Geschmack, aber vom Leben her, naja, da geht noch was. Tatsächlich von den Lebenspunkten her eher durchschnittlich. Ich hoffe, es gibt noch eine weitere Einheit, weil das ist jetzt die... Ich weiß gar nicht, wie viele Truppen hat denn jede Fraktion? Ich habe nie darauf geachtet, was das Maximum war. So, jetzt habe ich erstmal kein Geld mehr. Die Map hier unten ist auch viel zu klein. Ich erkenne nicht, was eingenommen wurde und was nicht. Den Unterschied hier zwischen Grau und nicht. Moment, gibt es eine große Map? Nein. Ja, das ist immer ein gefährliches Totem. Will ich weitere Erfahrungspunkte oder Bernstein? Bernstein. Nein, Erfahrungspunkte. Auch ihr dürft eine natürlich gerne mitkommen, wenn Platz ist. Und das ist Platz. Eine weitere kleine Siedlung. Schöne Ruinen. Gleich mal upgraden. Gold. Wir brauchen Gold. So, wir haben jetzt auf jeden Fall mehrere Möglichkeiten. Die Map ist so riesig scheinbar. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll als erstes. Am liebsten wäre mir Rask, wäre schon voll am Level. Dann könnte ich nämlich mich auf einen anderen Helden konzentrieren. Achso, ja, du kannst ein bisschen Sachen sammeln. Das kannst du sammeln und dort unten kannst du sammeln. Und hier wollte ich einen Handelsplatz. Tauschplatz. Schimmergewebe wird produziert, deswegen brauchen wir es nicht. Wobei, so ein Upgrade wäre vielleicht auch nicht schlecht, aber... Nee, noch eine Pilzzucht. Wir brauchen einfach viel, viel Geld. Die Rana aus dem Sumpf sind geldabhängig geworden. Das ist der Einfluss von dem Barja. Diesen Handelstypis. Ja, im Moment habe ich keine Eile, würde ich behaupten. So, gute Sachen. Ach ja, das habe ich noch nicht besucht. Gut.
Es gibt keine Möglichkeit eines Teleportes. So, du bleibst jetzt erstmal. Bis er im Level Maximum wurde. Ach du Schande. Ja, jetzt langsam wird es aber ein bisschen zu viel für meinen Geschmack. Das sind viele Frösche. Aber ich muss sie verwerfen. Gold. Gold ist gut. Gold ist gut. Gold ist sehr gut. Jawohl, damit haben wir ein gutes Handelsimperium aufgebaut. Du kannst das besuchen, gibt dir ordentlichen Boost. Das Gold ist dringend notwendig. Nein, wir kämpfen. Das war absolut unnötig, aber die Erfahrungspunkte sind es wert. Die wollen sich halt mir alle anschließen, wie es scheint. Das Problem ist, theoretisch müsste ich den ganzen Weg zurücklaufen. Das kostet aber super viel Zeit. Denn für Upgrades müsste ich zurücklaufen. Naja. Dann, aber bis ich zurück bin, habe ich auf jeden Fall eine riesige Armee. Und ich kann in der Zwischenzeit die Sachen upgraden. Zum Beispiel. Ein Sammler fehlt. Ja, Rask. Rask. Bitte weiter zurücklaufen. Dann kriegst du nämlich eine komplette Truppe, wenn du zurück bist, die abgegradet wurde. Deine komplette Armee abgegradet. Damit können wir dann schöne Erkundungen treiben. Da bin ich mir sicher. Da können wir sehr schön erkunden. Und ich glaube, das ist auch notwendig. Oh shit. Magnolia Silberband. Okay. Reiter der Sümpfe. Okay. Die Beber kann ich nicht upgraden, scheinbar. Mhm. Gut, dann machen wir es ein bisschen anders. Ich muss nach oben mit einem Helden. Und du musst trotzdem weiter nach unten. Eine Hauptarmee musst du halt irgendwie zusammenbekommen. Okay, die geht wieder zurück. Obwohl sie... Das sind die Nekros. Das ist auch er, Bruder Hiller. Was machen die in den Sümpfen? Wie sind die so schnell in die Sümpfe heruntergekommen? Also die wollten noch in den Wald, dachte ich.
Habe ich das missverstanden? Die wollten in den Sumpf? Das sind die zwei Helden vom letzten Mal. Hoffentlich nicht so stark wie beim letzten Mal, wie ich sie gezüchtet habe. Natürlich nimmt er das ein. Und der geht weiter. Ein einfacher Gegner, dieser Bruder Hiller. Naja, ich... hat die Goldmine eingenommen, finde ich erstmal, erstmal frech und dann... bekehrt kleine Siedlung. Ja, das machen wir auch danach. Shit, hier gäbe es Gebäude wahrscheinlich, die du besuchen müsstest. Frech, da verliere ich meine erste Siedlung. Aber naja, gut. Das kostet alles unglaublich viel Geld. Tja, unglaublich viel Geld, habe ich ja schon gesagt. Die Stadt wurde eingenommen. Das Dorf wurde eingenommen. Und er verteidigt auch da. Ein Raner und ein Hüter noch dazu, wenn ich nicht irre. Ich bin ein Hüter. Ich traf nie zuvor Hüter der Raner, natürlich nur, weil die Kaiserin versuchte, jeden einzelnen Raner auszurotten. Vergeblich, wie du verstehen wirst, aber ich bewundere ihre Bemühungen. Sie scheiterte. Ja, aber nur wegen der Heiligtümer der Ätra. Naja, und der Froschlings... und der Froschlingssklaven. Aber damals hielt niemand Froschlinge für echte Rana. Was natürlich nicht stimmte. Ihr befindet euch schon viel zu lange im Sumpf. Wir werden euch nicht gestatten, das Heiligtum der Ätra zu erreichen. Ich hatte auf einen Wissensaustausch vor unserer Schlacht gehofft. Aber wie ich sehe, bist du genauso blutrüstig wie deine Vorfahren. Nun gut, dann wollen wir mal... schnelle Schlacht, was ergibt die? Oh, überraschend wenig Verluste. Okay. Das holen wir uns wieder zurück. Und ich brauche mehr Truppen. Frechheit. Wohin läufst du? Magnolias. Oh, die kann da runter. Die kann zu der anderen Ortschaft. Geht's aber nicht gut. Es gehört wieder mir? Sehr schön. Das bedeutet, ich kann jetzt besser handeln. So, was brauche ich nicht? Ich brauche kein Holz. Ich brauche kein Oh, shit! Achso, das war verkaufen. Gut, 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 gut. Ich brauche auch kein Stein. Stattdessen brauche ich upgegradete Truppen. Truppen aufrüsten. Ach du Schande. Kann ich mir einen so leisten? Nein? Schade. Ja, ich würde sagen, das... na gut, wir warten noch eine Runde.
Habe ich da gerade drüben was gesehen? Irgendwas flackern? Nein? Okay. Alles gut. Ich habe Zeit. Glaube ich. Wir haben gerade einen ordentlichen Trupp von den Lilanen besiegt. Da flackert doch da drüben was. Ich vermute, dass ich Zeit habe. So. Ich möchte tatsächlich weniger Wachen. Ich bin kein großer Fan von den Wachen, muss ich zugeben. Deswegen die raus. Und statt denen hätte ich gerne... Oh, sieh mal einer an. Ich habe noch gar keine von denen. Na dann ist die Auswahl relativ simpel. Hätte ich gerne mehr von denen. Kostet mich noch ein paar Runden. Zwei Runden vielleicht? Zwei Runden noch. Ah, ich bräuchte einen schnellen Weg hierhin zurück. Gut. Oh, ich habe noch Platz. Okay, die Armee ist voll. Rass geht jetzt auf Jagd. Und du darfst wieder zurück und daheim verteidigen. Weil das ist die Hauptstadt. Und ich weiß nicht, von da links, hier ist ein Portal. Ich weiß nicht, ob da Gegner kommen können. Der schon wieder. Okay. Wenn er kommen möchte, dann wird es ihm wehtun, hoffentlich. Ich verteidige. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich den töten muss. Okay, der will da nicht hin. Die Erfahrungspunkte. Es ist riskant, aber es sollte trotzdem klappen. Sieg, aber was für ein knapper Sieg. Dafür gibt es Erfahrungspunkte, ordentliche Erfahrungspunkte. Jawohl, kommandieren hoch. Kommandieren hoch. Ja, aber du hast nun nicht mehr viele Truppen. Okay, jetzt ist auf jeden Fall sicher, dass du zurück musst. Wobei, du könntest auch hier dich sammeln. Und du bewegst dich so schnell es geht nach oben. Das sind höllisch starke Truppen. Und ein höllisch aktiver Gegner. Und ein höllisch langer Weg bis zum Hauptlager. Ich fühle mich wohler, wenn du da bewachen könntest. Oh, da liegt Geld rum. Während ich mich um die dort oben kümmere. Oh! Wow! Moment, okay. Sehr nice. Das freut mich sehr. Stufe 3 Zerstörungsmagie. Dann ballern die Zauber auf jeden Fall jetzt in Zukunft. So. Erstmal die Mine wieder zurücknehmen. Gleich. Die Mine ist notwendig, um wieder Truppen aufzubauen. Und er kann jetzt auch eine große Truppe aufbauen. Was sehr gut ist. So, die kommen wahrscheinlich irgendwo von dort oben. Sieht sehr danach aus. Dann werden wir versuchen, sie auszurotten. Damit ich in aller Ruhe die Map nutzen kann und nicht verbessern kann. Nee, das nicht,
Genau, dann bist du da drin und erstmal. Dann habe ich erstmal meine Ruhe. Goldminen. Für mehr Goldproduktion. Das Tor. Die haben sogar ein Tor. Ein einfaches Tor. Ach du Schande. Oh, mit Bruder Hilda. Zusammen. Die haben da eine richtige... Wow, die haben da eine richtige Festung. Alles klar. Dann reißen wir die Festung ein. Ich überlege bloß kurz. Die können sich ja durchgraben. Der kann trommeln. Da oben drauf sind welche. Das ist nicht gut. Ja, dann haben wir die Verteidiger vielleicht da in die Mitte. Wir kämpfen den Kampf selbst. Das sieht nach einem würdigen Kampf für meine Skills aus. Hust, hust. Okay, das erste Mal ein Belagerungskampf dieser Art. Ich hatte, glaube ich, sowas noch nicht. Graben. Wow. Was ist das? Erhobene. Sieh mal einen an. Na gut. Wir müssen das Tor öffnen. Öffnet uns! Dammit, die haben voll die Verteidigung dort oben. Oh stimmt, was können die? Können die irgendwas Besonderes? Magie erhöhen. What? What the fuck? Ach du Schande, tut es weh. Kannst du irgendwas machen jetzt hier? Nö. Ah, so countert man die. Interessant, das wusste ich selbst noch nicht. Bum, bum, bum. Okay, dafür gab es sogar ein Achievement. Der kann da nichts machen. Ah, die stehen mir im Weg. Und ich krieg voll den Schaden. Voll der verheerende Kampf hier. Boah, die dort oben tun echt weh. Das. Ich komme nicht hin zu denen dort oben. Die Balliste kann ich auch nicht angreifen. Wieso kann ich die Balliste nicht angreifen? Wieso komme ich da nicht hoch? Das sieht doch so aus, als könnte man da hoch. Ich kann da nicht hoch. Ich kann den nicht angreifen. Stand da irgendwas? Nein. Warum kann ich den nicht angreifen? Okay, verstehe ich nicht ganz. Verteidigung. OP. Rapture. Na gut. Wie kann ich das angreifen? Das kann ich nicht angreifen. Das ist schlecht. Oh, das hätte ich schon früher gebraucht. Wobei, naja, zu spät.
Tja, ich kann nichts machen mit dir. Kann nichts machen hier. Ja, ich bin endlich oben. Können wir den töten, bevor der Gegner nochmal dran ist? Ja! Halt. Ach du Schande, ich muss das Viech zerstören, diese Balliste. Ich habe keinen Zauber dafür. Ja, oh Gott, die Balliste muss auch zerstört werden. So, die Stadt werde ich jetzt einnehmen. Die Stadt wird gut. Wird mir gut tun. Das ist Erfahrungspunkte. Besetzen. Bekehren. Besetzen. Alle kleinen Erzeugungen. Nee, bekehren. Den Ort holen wir uns. Deine Truppen erhalten Zauberschadenresistenz. Sehr gut, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es noch einen Helden gibt. Genau, da kommt der Gegner jetzt. Oder da ist der Gegner irgendwo. Da drüben ist er sichtbar. Auch der wird gejagt. Okay. Was haben wir hier? Wow. What the fuck ist das für ein riesige Stadt? Ach du Schande, hier können wir... habe ich ein Laichbecken hier irgendwo? Ich habe einen Aussichtsturm, ich habe einen Sammler für Holz, ich habe Schlammhütte, ich habe einen Butler. Hier kann man ja alles bauen, aber ich habe kein Laichbecken, wie es scheint. Das kann ich jetzt gerade gebrauchen. Und während ich dabei bin, Minen einnehmen, das ist wichtig. Die Krypta kann man besuchen. Okay, das wird meine neue Hauptstadt, wie es aussieht. Ich bin ein bisschen überfordert. Was habe ich hier? Ein Bestiengehege habe ich. Schlammhütten habe ich hier. Dann fehlt ein Tauschplatz. Ja. Theoretisch, wenn man dann sowas braucht. Quelle für antikes Bernstein? Wieso nicht? Okay. Was haben wir hier? Eine Pilzzucht. Mehr Geld. Weber produzieren können, Kriecher produzieren können. Dafür fehlt ein Sammler, da wäre ein Platz für einen Sammler. Dafür fehlt ein Unterstand. Hä? Achso, das himmlische Erz fehlt bloß. Na gut. Ja, ich brauche neue Truppen. Ich habe ein paar Truppen verloren, nämlich. Wir nehmen erstmal wieder die voll. Wir füllen erstmal wieder die Reihen auf. Gut, die Reihen sind aufgefüllt. Dich habe ich komplett verloren. Und ein Trupp Frösche habe ich verloren, wie es ausschaut. Will ich einen Trupp Frösche? Nein, ich möchte mehr von denen. Gib mehr Zerstörungsmagie. Okay, meine Truppen sind wieder frisch. Fresh meat. Und ich habe gesehen, da links ist irgendwo ein Held. Dieser Held wird jetzt von mir angejagt. Damit die Fraktion weg ist von der Fläche. Schade, dass ich gegen die kämpfen muss, aber naja. Ich habe keinen Platz für die. Hm.
Noch mehr Bernstein. Das Schöne ist, die wollen sich nicht anschließen. Noch mehr Gold sehe ich, das ist noch besser. Ich habe noch nicht das Max-Level erreicht. Himmlisches Erz. Ein Unterstand. Dass ich das nicht hier habe? Interessant. Oh ja. Eine kleine und eine Großbaustelle. Hoho, kostet es viel Holz. Jawohl, ja. Diese Stadt. Waisenheiligtum plus 4000 Gold ist zu einem Kapitol erwachsen. Tor, keine Gegner der Rana werden dieses passieren. Ja, das will ich mal hoffen. Wir suchen aber jetzt mal fleißig die Gegner der Rana und ignorieren diese Truppen da. Wo ist sie, die Heldin, die hier irgendwo rumgegeistert ist? Ach, ich will die nicht bekämpfen. Ich will bloß, dass sie aus dem Weg gehen. Und die Erfahrungspunkte. Gut, doch, ich will kämpfen. Weil ich will die Erfahrungspunkte. Ach, wollte gerade sagen, Bruder, eine Kesselbesuch. Stimmt, ich muss den Weg gehen, der nicht eingenommen wurde. Hier, dieser Weg. Ich glaube, Verteidigung ist mir meistens lieber als das andere. Wo ist der eine Heldin? Da wurde nichts eingesammelt, also gehe ich davon aus, hier lang. Ich bin jetzt hier tief in unbekanntem Gebiet. Wurde geplündert, also hier war jemand. Oh, das wäre juicy. Das wäre sehr juicy. Ach, das hier. Froschling, wir verschonen dein Leben, wenn du uns das Heiligtum der Aethras zeigst. Wir brauchen ein altes Artefakt, das dort zu finden sein könnte. Nein, im Sumpf. Im Sumpf ist kein Platz für Menschen. Wenn es dort ein Artefakt gibt, gehört es den Rana, nicht euch. Zieht euch zurück. Sonst werdet ihr nichts anderes finden als den Tod. Der Tod ist nur eine andere Daseinsform. Wir werden das Heiligtum finden und alles verheeren, was sich uns in den Weg stellt, so wie es die mächtige Kaiserin Aurelia in den vergangenen Zeiten tat. Ein Hauch von Kultisten. Das war wirklich. Das war ein Wirtschaftsheld. Die Frage ist, habe ich jetzt die Gegner besiegt? Nein, es gibt immer noch etwas Aktives. Und hier sehen wir auch etwas Aktives. Und ich komme bis dahin. Ach du Schande. Na gut, na gut, na gut, na gut, na gut, na gut, na gut. Wir wissen, hier gibt es noch eine weitere Fraktion. Herrlich, nicht wahr? Naja, sei es drum. Was mache ich mit diesen großen Teilen hier? Ich könnte entweder einen Handelsplatz bauen oder... Ich glaube, ich mache sogar einen Tauschplatz. Einen weiteren Tauschplatz. Und wahrscheinlich dann nochmal Geld. Einfach nur Geld. Findet die Aethras, meine Hauptquest. Aber hier gibt es auf jeden Fall irgendwo noch einen Gegner. Und wenn ich den Gegner besiegt habe, dann ist die Hauptquest deutlich leichter. Ich glaube, mit dir darauf zu laufen, ist schon mal kein dummer Gedanke. Um Gottes Willen, das alles abzulaufen. Das wird ja ewig dauern. Und das habe ich noch nicht besucht. Ich habe ja vieles noch nicht besucht. Besucht den Steinalter, Tribut, brennende Rundstein. Was gibt denn dauerhaft? Dauerhaft gibt die Reiterstute.
Statue. Mhm. Das ist ein Aussichtspunkt. Das ist mein Ziel, kann es sein? Finde die Rana. Ich werde es wahrscheinlich erst abspeichern. Und dann schauen, was passiert. Aber das werde ich beim nächsten Mal machen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.